So, unser kleines Energieproblem ist schon mal gelöst. Da hat mir der liebe Schabernack am Wochenende ein bisschen geholfen, sodass unsere Fabriken jetzt zumindest wieder laufen. Und heute werden wir uns ein bisschen um Plastik kümmern. Also los geht's in 3, 2, 1, ab geht's. Und damit herzlich willkommen und moin moin zu einer weiteren Folge Satisfactory. Wir stehen hier schon mal am Hub, denn ich habe was vor. Wir wollen heute einmal die Pipelines Level 2 vorbereiten, beziehungsweise uns gleich mal ranholen, so dass wir ordentlich für Plastik sorgen können. Dafür geht erstmal unser gesamtes Kupfer drauf, na super. Aber halb so wild, wir kriegen das schon hin. Das kommt da rein, das kommt da rein, das kommt da rein und das kommt da auch rein. Und dann lassen wir die Hütte einmal losfliegen. Pipelines Level 2 freigeschaltet. So, jetzt muss ich erstmal gucken, was brauchen wir denn für die? Plastik, das ist natürlich gut. Was ist mit der... Achso, das ist die Pumpe. Ah, das ist ja geil. Die ist ja weit weniger fett und auffällig mit ihren dicken Dingern. Das gefällt mir, aber dafür brauchen wir auch Plastik. Okay, Plastik ist ein Problem, wenn wir gerade die Plastikzufuhr auffüllen wollen. Aber das kriegen wir schon hin. Das wird schon irgendwie werden. Ganz nebenbei werden wir dann gleich nochmal zum Awesome Shop, denn ich habe hier gleich mal die Dings rangeholt. Die ganzen Coupons, die wir mittlerweile haben. Und da werden wir erstmal die... das ist neu. Fix it and field. Ja, ist ja schön. So, die haben wir in den Einkaufswagen. Die Flutlichter, die Straßenbeleuchtung haben wir auch rein. Die sind schon drin. Innenbeleuchtung wollen wir haben. Und dann gucken wir erstmal, was wir haben. Jo, die kaufen wir erstmal. Dann schauen wir mal. Beleuchtungssteuerungseinheit. Jo, nehmen wir auch gleich mit. Kann ich irgendwie zurückgehen? Ist ja voll anstrengend. Das finde ich ein bisschen unübersichtlich, muss ich gerade sagen. Aber okay. So, Leuchtungseinheiten haben wir auch. Was fehlt noch? Ja gut, dann haben wir alles, was für die Beleuchtung wichtig wäre. Gibt es hier noch irgendwas Neues? Nö, 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 nö. Nö, nö. Nö, 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 nö. Jetzt fehlt echt eins, damit wir uns hier die große Statue holen können. Schade. Schade, schade, schade. Aber dann werden wir das mal ein bisschen anders managen. Können wir hier Plastik holen? Ja, dann kaufen wir doch mal fix ein bisschen Kunststoff. Wenn wir das jetzt eh ein bisschen brauchen. Ja, 500 sollte erstmal reichen, wa? Das kaufen wir komplett ein. Zack. Jetzt sind wir schon mal mit Plastik wieder voll. Gummi haben wir noch ordentlich drin. Modulare Rahmen, die schweren, haben wir drüben genug liegen. Beton eigentlich auch eine Menge. Wir haben Stahl am Start. Eigentlich können wir losdüsen. Oh, da war, haben wir doch mehr bekommen, als ich dachte. Wie viel haben wir denn da bekommen? Zurück. Eigentlich doch nur 100. Ich habe doch nur 5 gekauft. Oh nee, ich habe ein paar mehr gekauft. Ups. Naja, machen wir erstmal Plastik. Ist ja auch schön. So, und dann würde ich sagen, sehen wir uns gleich wieder drüben bei dem neuen Zentrallager. Beziehungsweise bei den Raffinerien. Also, bis gleich. So, und da sind wir dann auch schon. Wir haben ja hier schon mal ein bisschen... Ey. So nicht. Ein bisschen was angefangen. Wir nehmen hier aber noch gar nicht so viel ab. Ne? Ich habe eben gerade noch mal auf dem Weg hierher geguckt. Die Pumpe hier haut 300 Kubikmeter raus pro Minute. Die habe ich schon mal ordentlich übertaktet. Und wir haben hier, glaube ich, nur 4 Abnehmer. 1, 2, 3, 4. Das ist ja mal... Oder ich gerade erzählt? Ne, 4 Stück. Die insgesamt 30. Ist auch 30? Ja, nehmen alle 30. Das heißt, wir nehmen hier gerade mal 120 ab. Ne, das ist ein bisschen mehr als ein Drittel. Das heißt, wir können hier nochmal ordentlich ein paar Raffinerien nachklotzen.
Ich glaube, ich würde dafür den Platz hier unten nehmen. Das da oben würde ich, da würde ich weiter Treibstoff herstellen wollen, tatsächlich. Ne, dass wir das ein bisschen räumlich getrennt haben. Das heißt, wir gucken uns hier unten erstmal ein bisschen um. Ob hier, ja, ich habe es mir fast gedacht. Erstmal ein bisschen Ruhe einkehren lassen. Na, komm mal rein. Ja, ja, komm mal her. So, haben wir hier die schon mal weg. Machen wir die auch noch nackig. So, oha, hier haben wir ordentlich ein paar. Die Drecksbienen. Ich hasse die Viecher, ne? Erster weg. Daneben. Zweiter weg. Und dritter weg. Und wir scheißen einfach mal auf den Schaden. Kloppen das Ding klein. Na, los. Oha, die drei wollen mir was, bin ich mir ganz sicher. Huhuhu. Und jetzt mit den Bienen am Hacken. Ist ja ätzend. Ich glaube, der hat den gerade abgeknallt. Richtig gut. So, Nummer 1. Nummer 2. Yeah. Und Nummer 3. So. Noch irgendwer was? Hä? Ruhe im Karton. Sehr schön. So, und ich meine, hier war doch noch eine dritte Ölquelle. Da ist die ja. Ist ja irre. Boah, eine reine Ölquelle. Das heißt, wir kriegen hier auch nochmal 300 raus. Huhu, da können wir hier noch eine Menge bauen. Das gefällt mir. Aber wir fangen erstmal an, hier unsere Fundamente ein bisschen auszubauen. Damit wir hier auch ein bisschen Platz haben. So, reicht das? Fürs Erste reicht das, glaube ich. So. Na komm. Ja, vereinzelte zwischendrin, die fehlen, da sind wir mal nur großzügig. Die ziehen wir nachher nach. Dann geht mir jetzt schon der Beton aus, das ist ja super. Wie wenig doch 500 sind, ne? Ratzfatz weg der Scheiß. Meine Güte. Aber gar nicht schlimm, ich habe da hinten im Container vorhin extra noch geguckt gehabt. Da liegt noch ordentlich was für uns bereit. Also, ihr müsst euch keine Sorgen machen, dass ich jetzt hier die halbe Folge damit verschwende, irgendwie Ressourcen von A nach B zu schleppen. Und euch ständig irgendwelche Schnips. Ey! Drecksscheiß, ey! Machen wir so einen schönen Schnellsprung hier und. Ja, was haben wir denn davon? So, machen wir mal voll. Zack. Echt nur 500 auf der Hand. Naja, gut. Mehr brauchen wir eigentlich auch nicht. Das Fundament steht gleich. Dann sollte das kein Problem mehr sein. So, was ich mir jetzt noch überlegen müsste, will ich das Ganze überdachen? Das weiß ich tatsächlich noch nicht. Eigentlich finde ich die Raffinerien, wenn sie so offen stehen, ganz nett. Ne? Ich überdachte die eigentlich ungern. Oh, die sind eigentlich so ziemlich voll hier. Umsonst geholt. Naja, egal. Oh, und was mich richtig nervt, nach dem Update sind die ganzen verfickten Bäume wieder da. Alter, überall in meiner Base stehen Bäume rum. Ich krieg eine Vollmeise, ey. Könnt ihr euch nicht vorstellen. So. Wir haben... Wo das Öl? Hier haben wir das Öl drin. Ja. Dann fangen wir doch mal hier mit den Pipeline-Halterungen an. Oh, steht schon. Das ist ja angenehm. Aber recht unschön steht das. Hier muss da einer rauf. Und hier müssten wir eigentlich weiter. Mal gucken, wie genau habe ich denn hier gebaut. Habe ich echt schön genau gebaut. Dafür, dass die, als ich die gesetzt habe, noch nicht gesnappt haben. Nicht schlecht. Manchmal beweihräuche ich mich auch ganz gern selber, ne? So, kriegen wir hier noch eine Reihe ran? Würden wir noch rankriegen? Oder wandere ich hier ein rüber? Das wäre eigentlich auch sinnig, oder? Ja. Ne, hier haben wir schon so viel Wasser. Das muss dann nicht sein. Wir gehen einfach mal ein nach hier. Und dann passt es. So, wir brauchen aber noch eine oben drauf. Und dann reichen ja auch die normalen. Wir haben ja eh nicht mehr als 300 im Ohr. Das war schon mal Quatsch. Das wollte ich so nicht. Ich wollte das eigentlich bis hier noch gerade rüber haben. So. Dann machen wir sie nicht hier hin. So. So.
Und dann setzen wir die gleichen Dinger nochmal hier drüben hin. Zack. Vier Stück übereinander. Und rüber mit dem Scheiß. Was ist eigentlich das zweite Rohr? Ich glaube, das ist schwerer Rückstand, ne? Ja. Das sind die Rückstände. Die laufen hier zusammen irgendwie. Das läuft nur darüber. Wo kommt denn das hier her? Geht das alles hin? Das geht nach da, nach da. Ach, das kommt von hier. Ja, genau, die restlichen Rückstände auch hier rüber. Ist ja nicht das Ding, ne? Das soll ja nun nicht das Problem sein. Okay. Wie viel habe ich hier mal zwischengelassen? Das wäre ja schon ganz interessant. Eine ganze Menge. 1, 2, 3, 4, 5, 6 Fundamente. Dann machen wir das hier auch wieder so. Hier sitzen wir sauber drauf. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Das heißt, hier einmal hin. Moment. Nee. Halt. Wir wollen hier auch wieder runtergehen, ne? Zack und zack. Das heißt, ihr beiden kommt nochmal weg. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Dann gehen wir bis hier. Dann wollen schon wieder 3. Blödsinn. So ein Blödsinn. So, die Rückstände pumpen wir hier fleißig durch. So, dann sind wir schon mal bis hier. Das ist ja schon mal ein guter Anfang. Das meinte ich mit, müssen wir zwischendurch nochmal auffüllen. So, lassen wir noch ein bisschen Luft. Ja, lassen wir. Baumpapier, wohl. Ja, Papier reicht. Guti, dann haben wir mal... Oh ja, hier. Die schönen neuen... Die finde ich geil, ne? Die finde ich richtig genial. Ach, da brauche ich auch mal diesen Quarzscheiß für. Das ist ja gut zu wissen. Was brauchen wir für die anderen so? Wenn ich schon mal dabei bin. Überall das gleiche so ziemlich. Ja, hier diese Beleuchtungseinheiten. Ne, nicht die Beleuchtungseinheiten. Warten wir denn die anderen? Ich hatte doch noch was gesehen. Radarturm wollte ich auch nochmal bauen. Diese Stromsteuereinheiten. Wo sind die denn? Energiespeicher? Die habe ich noch gar nicht. Die wollte ich auf jeden Fall vor jede einzelne Einrichtung stellen, dass ich da separat den Strom verkriegsknadeln kann. Aber das ist ein Thema für eine andere Folge. Wir waren jetzt hier beim, na wo sind sie? Bei den Raffinerien. Oha. Oh, ist ordentlich was wird benötigt, ne? So. Wo setzen wir die erste hin? Und wie breit waren die noch? Oh, oh. Das ist ein bisschen ätzend, ne? Ich hätte gerne so eine Hover-Modus. Wo man einfach... So. Was ist das? Da steht's drauf, da steht's drauf. Ja, sieht ganz gut aus. Okay. So, 150. 180. 210. 240. 270, 300. Ja, das ging ja schnell. Und jetzt stehst du hier natürlich ganz scheiße mit deinen. Fünfmal. Hm. Kriegen wir das verlängert? Ja, in dem Fall kriegen wir das verlängert. Wir können das bis hier hinten ziehen. So. Dann setzen wir einfach hier an. Knallen das da rüber. Zack, und dann nehmen wir die beiden aber weg. Zack, dann haben wir da einfach ein langes Rohr. So einfach kann es sein. Tütü. So, wo ist was drin? Ich sollte die wirklich mal irgendwie einfärben. Ich glaube, hier ist... Na? Rohöl. Okay, und da ist dann der schwere Rückstand. Okay. Guti. Jetzt muss ich mal gucken. Geht das eigentlich wie mit denen? Das wollte ich immer mal ausprobieren. Ich das hier hinknolze. Natürlich. Kann ich da noch einen drüber setzen? Geh mal weg. Und snappt der? Nee.
Leider nicht. Schade, schade. Wie ist denn das, wenn ich hier jetzt nochmal ein Fundament draufsetze? Wird das dann sauber? Wo haben wir sie, Ja, das ist ja richtig gut. Dann kommen die nämlich alle nochmal weg. Und dann können wir hier schön sauber mit den Teilen unsere Dings setzen. Unsere Kürze. Und gehen da dann einfach mit den Rohren ran. Das heißt, wir bauen hier einfach so rüber. Dann haben wir nichts schief oder irgendwas, sondern haben alles sauber ausgerichtet. Das gefällt mir. Das nehmen wir so. So, ich muss mal gucken, ob ich die hier auch wirklich so sauber hinkriege. Hier ein. Und hier ein, Fragezeichen. Ne, der ist schon mal verkehrt. Der müsste passen. Gucken wir mal einmal. Piepline. Ja, genauso wie es soll. Und wenn ich jetzt hier das blöde Dings ransetze, müsste ich ja zumindest hier schon mal die Leitlinie haben. Richtig? Falsch. Wäre ja auch zu schön gewesen. So. Da in der Mitte. Da hoffentlich in die Mitte. Und hier das Ganze auch nochmal. So, das sollte alles sauber sitzen. Und dann gucken wir mal. Zack. 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 Oh, ja, das sieht gut aus. Das sieht gut aus. Kommt das hier alles weg? Und wir können sauber an die Raffinerien rangehen. Aber nicht so. Das sieht schon besser aus. Zack. 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 Und dann sitzt das wie geleckt. So, ihr macht alle fleißig Kunststoff. Und zwar bis zum Erbrechen. Oh, brauche ich Polymerharzhöhe? Ah. Das war einmal das Falsche. Hups. Das brauchen wir. Und da fällt dann nämlich Rohöl, der Restöl-Scheiß bei ab. Kunststoff. 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 Und dann haben wir einen Kunststoff-Output von immerhin 80 mehr. Huh. Meine Fresse. So, eine davon würde ich designieren, um Kanister herzustellen und damit dann Dings hier abzufüllen. Na, wie heißen sie? Wie waren das nochmal? Schnellsuche, Produkte können wir damit gar nicht. Egal. Um damit abgefüllten Kraftstoff herzustellen. Alles nehmen. Oh, ich wieder mein Auto. Egal. Ja. Ihr wisst, was ich meine. Meine Güte. Ich habe schon wieder Wortgulasch in der Fresse. Ganz schlimm, ganz schlimm, ganz schlimm. So. Jetzt haben wir die aber erstmal hier. Jetzt wollen wir das Ganze mal nochmal so schick machen. Das sieht ja aus wie Fuß hier. Ein bisschen langweilig, ne? Ich würde mal mit denen hier ansetzen. Wie die hier komplett rübergezogen? Nee, hat natürlich Kollision. Macht aber nichts. Wir ziehen das bis zum Ende durch. Das ist natürlich auch nicht mehr. So, so. Dann passt das auch. Dann legen wir einfach so eine Achterplatte drüber. Und die passt auch sauber. Wir sind hier ganz oben. Ja, sehr schön. Oh, wisst ihr, was besser ist? Wisst ihr, was viel besser ist?
Müssen wir gleich gucken, ob wir noch... Ne, tiefer müssen wir gar nicht. Wir machen hier so einen Railway drüber. Hier. Zack. Ich kann das cool ablaufen. Das auch richtig gut. Zack. Ist nicht ganz so imposant, aber... Die Frage ist, wie ich das so haben. Also kann man die... Wohl doch, man kann die abgehenden Rohre kann man abfragen, das ist gut. Dann sitzt das doch eigentlich. So, oben drauf die Platte, unten drunter eine Platte. Und weg damit. Das Ganze mal hier hinten auch. Zack. Na. So. Dann können wir das vielleicht sogar einmal hier so ein bisschen rumziehen. Also wir können vielleicht... Ich will da vielleicht kein Gebäude drüber bauen, aber... So ein Weg drumherum, dass das Ganze begrenzt, ist doch eigentlich ganz cool. So. So weit, so gut. Hier müsste das Ganze noch irgendwie... Rinnen. Rinnen in Aal. Die Frage ist, wie? Egal, wir haben das erstmal. Wir brauchen erstmal weiter. So, wie viel Schwerölrückstand holen wir denn jetzt hier raus? 10 pro Minute. Und ich kann verwerten... nee, das brauchen wir nicht. Ich könnte den Petrolkoks machen. Ich könnte aus einem seltsamen Grund das Ganze zu Gummi machen. Ja. Mit Wasser könnte ich dann... Kann ich da nicht Polymerharz draus machen? Ich könnte daraus... Nee. Moment, bin ich jetzt gerade doof? So, daraus könnte ich Petrolkoks machen. So, kann ich dann nur Petrolkoks draus machen? Und Resttreibstoff. Resttreibstoff ist gut. Das ist richtig gut. Dann machen wir aus dem Rest nämlich den abgefüllten Kram. Wie viel brauchst du? 60 Punkte. Nimmt ja ordentlich ab. Ja, machen wir doch. Ne, hier kommt erstmal wieder Kunststoff rein. Und wir hauen raus 10 pro Minute. Bei 1, 2, 3, 4, 5, 6. Perfekt. Oh, manchmal läuft's, ne? Manchmal ist geil. Ne, das heißt, wir kriegen eine zweite Raffinerie voll ausgelastet. Also eine für Resttreibstoff. Und dann brauchen wir nur noch ein bisschen was von dem Plastik abzwacken. Das daraus entsteht. Und haben dann schicki, schicki, schick, schick gleich noch abgepackten Treibstoff. Wie gut ist das denn? Okay. Gut, wir bauen hier hinter auch wieder so eine Gangway. Haben wir einen zwischen freigelassen? Wahrscheinlich, ne? Ja. Dann machen wir das hier auch. Eine Platte frei. Und dann hier. Zack, zack. Das Rohr wird ein aufgebockt. Bis zum Ende durch einmal. Und dann sammeln wir hier einmal den Schwerölrückstand. Oh Gott, jetzt ist es auch noch dunkel, ey. Also die Taschenlampe bringt gefühlt immer weniger. Mit dem Update ist es echt finster geworden. Ne? Klar kommt die Beleuchtung besser zur Geltung, aber... Na, bin mir nicht sicher, ob ich es so geil finde. Also, bestehende Spielstände ist halt echt Mist, ne? Man muss da ordentlich nachrüsten, aber gut. Davon lebt das Spiel ja nun mal. Hier genau drauf. Natürlich einversetzt. Ja, sieht man leider ein bisschen schlecht, aber gut. Kleinigkeiten, Kleinigkeiten, Kleinigkeiten. So. Zack. Wenn da hinten ja noch mehr Rest. Obwohl das. Das locker von dem Petrolkoks-Dingen verwurschtelt. So. Dann passt das nämlich auch.
So, ist das noch so eingestellt? Sehr schön. Das sollte das ja bis hier hochpumpen können. Da sehe ich wenig Probleme. Zack, zack, zack. Sah gerade ein bisschen schief aus, aber gut, passt. So, dann hier zwei hin, den ganzen Scheiß wieder weg. Zack. Ich glaube, ich werde das Ganze auf eine andere Weise gleich begrenzen. Ich zeige euch das gleich mal, aber erstmal machen wir das hier fertig. So, dann die Gangway. Das Ganze. Kriegen wir schon hin. So, bis zum Ende durch. Na komm. Snap. Snap. Ah. Schwere Geburt. Meine Güte. Ich war mir gerade wieder mal nicht sicher, ob ich die Aufnahme richtig gestartet habe. Wir haben noch, oh, wir haben noch massig Zeit. Alter Vater. Das wird ja hier eine. Läuft ja hier in einem Rush quasi. So. Und. So. Das auch weg. So, dann haben wir das schon mal sauber. Dann könnten wir hier gleich einmal hoch. Ja. Machen wir erstmal den Weg fertig. Gut. Meist in beide Richtungen runter. Wenn dich umgehen. Dein Ernst? Warum kannst du denn da jetzt bitte nicht ansnappen? Na gut. Ich spiel. Mach's halt wie du willst. Warum solltest du auch tun, was ich will? Ja, ganz genau. Ja, ganz sicher. Seji. Seji. Nicht auf halbem Weg. Nee, nee. Ich hier die Platte wieder nicht mehr drunter, ne? Ne? So. So, so und so. Nein, ich will nur die. Kann man eigentlich mittlerweile demarkieren? Ne, das haben sie aber noch nicht drin. Schade. Das wäre noch so eine Sache, die eigentlich mal dringend notwendig. Notwendig ist ein schönes Wort, oder? Dringend notwendig wäre. Mörd, mörd, mörd. So, darüber, dann also da irgendwie hochkommen, das wird schon. Zack, zack, zack. So. So wird's gemacht. Ganz sicher. Nehme ich eine Leiter. Zack, bin ich auch oben. Scheißspiel! Scheiß halt alleine. Ey, wie so ein Blödsinn. Geht natürlich hier auch. Na, na, ah, ah. Ich werde verrückt. Das passt. Ich muss hier doch so ein Kreuzding bauen. Muss ja hier irgendwie runterkommen. Obwohl, jetzt können wir hier auf halbem Weg machen. Ich vermute mal, es sind zwei. Eins, zwei, drei, vier. Eins, zwei, drei. Scheiße. Eins, zwei, drei, vier. Eins, zwei, drei, vier. Sauber. Okay. Weg damit. Und dann machen wir hier einmal. Kommen wir hier noch neben? Nee. Schade. Dann machen wir es so rum. Zack. Und machen hier einfach mal eine Gangway nach unten. Einmal hier. Einmal hier. Dreh dich, Mädel, dreh dich. Hier ran und hier ran. Und dann sollten wir das sauber runterkommen. Zack, sind wir auf dem Boden und das gleiche. Sehr schön. Sehr schön, sehr schön. Mir fehlt hier so ein bisschen was drunter gerade, ne? Mmh.
Theoretisch müsste Folgendes gehen. So, so. Und. Na. Ach ja, diese Scheißdings ist im Weg. Du musst leider nochmal weichen. Tut mir leid. Nochmal die hier. Du kommst weg. Und jetzt. Kann man hier nicht irgendwie dann halb rangehen? Ja, ein bisschen mehr wegnehmen. Zack, der gute Yoshi hätte das sowas mal gemacht. Das snappt nicht. Ja, man kann es sauber abschätzen, ne? Auch wenn das nicht die geilste Art ist, das zu tun. So. Dann habe ich es nicht so, wie ich es haben will. Was? Nein. Passt nicht so ganz. Muss ich mir, glaube ich, von ihm nochmal erklären lassen, wie er das macht. Der gute Mann. Der ist ja. Was sowas angeht, ist er ja. Oh. Passt das jetzt? Nein. So, nochmal. Kommen wir hier sauber unter die Mitte? Nee, auch nicht. Auch nicht. Ich probiere mal was anderes. Nee, so nicht. So. Ja, ja. Hier und dann. Echt jetzt, du snappst jetzt nicht an. Dein fucking Ernst. Da oben snappst du an, ja super. Ah, 4 bei gewonnen. Wattenscheiß. Wattenscheid. Sei jetzt nicht, ich kann das nicht mehr abreißen. Doch. Das wäre ja noch der Shit. So, hier einmal rum. Und dann machen wir das gleiche halt nochmal hier. Und ein runter. Zack. Und Wände. Quatsch, Wände. Fundamente. Funda, Funda, Fundamente. Wieso mache ich mir das so schwer? Ich habe doch die hier. So. Zack, auf halbem Weg. Jetzt stimmt es zwar hier, aber ich brauche einen halben weiter nach da. Scheiße. So, also das nochmal. Organisation. Dann nochmal. Das hier kann erstmal wieder weg. Du auch. Und du auch. So. Also, das sieht doch recht gutwürdig aus. So, und jetzt kann ich nämlich. Mal die hier drunter setzen. Wir gucken mal, wie weit das nach oben reicht. Ja, super. Perfekt. Perfekt, perfekt. Das finde ich richtig gut. Wenn ich das hier wieder reinsetze. Die Wege können natürlich weg. Die brauchen wir nicht. Eigentlich braucht ich das ja nur für den dusseligen. Dass er sowieso weg muss. Hier muss er gleich wieder die Dings hin. Das hier kann auch weg. Dann haben wir da sauber so einen Masten drunter. Wie gut ist das? Ja, ist minimal höher, ne? Ja, aber es stört nicht beim Laufen.
Ist für mich erstmal okay. Die kriege ich jetzt wahrscheinlich nicht weg, ohne die Rohre nochmal abzumachen. Aber okay. Löppt. Sauber, sauber. Du hier ran, du hier ran. Dann steht das auch. Und tatatata. So, jetzt sagte ich, ich will hier eigentlich noch eine Außenbegrenzung ran haben. Und dabei bleibe ich eigentlich auch. Die mache ich aber folgendermaßen. Da brauche ich die flachen für. So, dann setzen wir hier nämlich einmal so einen hin. Zack. Und dann so ein Tor drunter. Und dann haben wir hier nämlich quasi einen Zaun runter. Wie gut ist das? Wollen wir aber nicht bis zur Mitte haben, ne? Wie regel ich das? Ich setze da einfach nochmal entgegen. Passt auf. Ganz easy. Gut, dass ich nicht weggemacht habe. Einmal so. Einmal so. Dann brauchen wir eine normale Wand. Denn wie wir alle wissen, unter diesen blöden Torbögen kann man nicht bauen. So. Das. Wir können hier wieder auffüllen. Wir können das wegreißen. Wir können auch das wegreißen. Und können hier jetzt einfach selber liegen. Super gut. Zack, zack, zack. Da gehen hier dann natürlich auch ein weiter. Da überlege ich mir später was. So, dann haben wir hier einen gewollten Zugang zum Gelände. Könnten wir noch ein bisschen einfärben. Und die blau machen für Plastik. Ja, ne? Ups, Alter. Da haben wir einen mehr gemacht, als ich wollte. So, ja, ich habe Platz im Inventar. Sehr schön. Dann kehrt sie weg und weg den Scheiß. Nur auf den Zünder, ey. Mein schönes Fabrikgelände verhunzen. Ne? Ne? Muss ich echt nochmal wegreißen. So, das hier jetzt auch nicht. So, jetzt auch. Und weg damit. So, das sitzt auch. So far so good. Der muss vielleicht noch mal ein bisschen warten. Ne, muss er doch nicht. Das passt so. Ja, sind wir drüber hinaus und dann können wir hier noch einen kleinen Haken schlagen. Boah, das ist aber auch eine ganz geile Idee. Moment mal. Wir können das hier markieren. Ja, das finde ich auch gut. Vielleicht im Wechsel sogar schwarz und blau. Ach, hier sind noch gar nicht zu Ende. Na egal. Hier geht es ja relativ bald zu Ende. So, jetzt brauchen wir hier erstmal noch eine Raffinerie. Die setze ich jetzt tatsächlich so rum. Warum soll ich so weit in die Breite gehen? Ich habe gar keinen Grund dafür. Gehen wir die hier sauber neben? Naja, ich finde es ein bisschen... Bisschen Platz zum Laufen möchte ich ganz gerne haben. Und irgendwann wird das Ding garantiert nochmal erweitert. Obwohl, selbst dann ist es wurscht. Jo. So, hier hin können wir das nämlich einfach rumziehen. Was hier? Jo, 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 jo. Sehr schön. So, dann können wir die hier hinbauen. Ja, schön, keine Kollision. Das ist ja schon mal schön. Zack, bis dahin. Und kriegen wir eine saubere Ecke rein. Machst du das? Machst du das? Nein, machst du nicht. Leck mich doch. Lecco mio. Muss ich halt noch einen reinmachen. So,
Nehmen wir einfach so, das gleiche. Na. Na. So. So. Passt. So. Und so. Kann der Scheiß auch wieder weg. Na komm. Ach komm schon. Da passt's und da passt's natürlich nicht. Ach komm schon, ey. Alles wieder hinbauen. Super. Was ich gerne mache. Mache gerne alles fünfmal. So. Nochmal das Ganze. Zack. Echt jetzt? Ja, recht sauber rumlaufen eigentlich. Daran und daran und weg damit. Wird schlicht und ergreifend nicht benötigt. Ach, jetzt fällt mir ein. Ist auf der falschen Höhe eigentlich, ne? Es muss ja ein tiefer. Die schweren Rückstände hatte ich ja immer da drunter. Scheißegal. Lassen wir jetzt erstmal so. Weil hier kommt eh kein Ruhe mehr lang. Das von da hinten will ich, glaube ich, auch nicht mehr hierher holen. So. Dann machen wir das gleiche nochmal hier hinten hin. Zack, zack. Legen das hier rüber. Haben natürlich vergessen, den hier ranzusetzen. Ach ja, also manchmal bin ich die hellste Kerze dort, ne? So, das sieht gut aus. Zweimal rüber, wenn die Anlage noch erweitert wird, kann ich hier irgendwann ein Kreuz hinsetzen und von da noch mehr zulaufen lassen. Ist ja überhaupt kein Problem. So. Dann wieder so. Ist das schief? So schief. Mist! Mist! Och, Müller, ey. Sei nicht so hektisch bei dem, was du machst. Geht doch viel besser. Und guck vor allem, ich mach erst Qualitätskontrolle und dann bauen wir wieder. Ja, guter Anfang. So, besser. Zack. Gehen wir da durch. Gehen wir da durch. Und dann sitzt das sauber. Also brauchst du noch irgendwas? Du brauchst noch Plastik, wenn ich mich nicht irre, ne? Resttreibstoff. Nee, gar nicht. 60 pro Minute. Spuckt dann 40 Treibstoff aus, die dann direkt in den Verpacker gehen. Produktion. Ich weiß gar nicht, ob ich die vorher herstellen muss. Ich glaube schon, ne? Leere Kanister, ja. Muss ich natürlich erst herstellen. Nee, doch, setzen wir trotzdem hier hin. Nee. Der Verpacker kommt hier. Wo ist er denn? Wo ist er denn? Wo ist er denn? Umfüllanlage, ist das die? Ja, müsste die sein. Genau, einmal. Beides einmal rein. Schön, schön. Oh, ist genauso groß wie ein Konstruktor. Das ist ja geil. Oder? Müsste die gleiche Größe sein, oder? So, dann einmal rum von hier nach da. Sieht ja scheiße aus. Moment. Ich könnte das denn da hochschicken sogar. Oder? Ja, nein, vielleicht. Ich mag Kekse. Oh, ich habe mein Heißgetränk vergessen. Scheiße. Ich habe noch 20 Minuten, um den Verpacker zurechtzupacken. Also, ich glaube, ich habe keine Probleme. So. Hier wird das Plastik abgeführt. Wie viel brauchen wir überhaupt? Fangen wir doch damit mal an. Wie viel brauchen wir, um den voll auszulasten?
Der haut dann 60 raus. Du haust hier 40 Treibstoff raus für die Anlage. Mach mal verpackter Treibstoff, genau. Du brauchst aber nur 40 pro Minute. Du haust raus. 40 pro Minute, das ist ja perfekt. Junge. Das ist ja fast zu einfach. So. Dann brauchst du aber auch 40 leere Kanister. Du machst 60. Das heißt, wir können hier runtergehen. Auf eine Zielproduktion von 40. Dann brauchst du ja kaum. Das ist ja fast gar nichts. Okay. Gut, wir kriegen also das voll abgeführt mit einem Verpacker. Das ist ja erstmal schön. Dann lassen wir uns hier ein bisschen Luft. Ja, das wird halt genau mit... Nee, das passt nicht genau mit Rohr. So, das Konstruktorgestell ja nicht. Egal. Doesn't matter. So, das heißt... Wir machen hier einmal so... Und mach ich den da oben rauf? Das sieht doch scheiße aus. Mach mal Rohr. Natürlich. Das ist ja mal murksig. Geht ja gar nicht. Wurde hier eigentlich? Ja, Bodenstütze mit. Sehr schön. Dann machen wir erstmal. Ich glaube, da komme ich so nicht rüber. So auf die Mitte. Wie meinen das? Muss ich den dann ersetzen am Ende, ne? Das ist wahrscheinlich die cleverere Idee. Wir setzen den einfach rüber. Wir setzen den einfach rüber. So, nach hier. Und dann machen wir hier einfach mittig. Mann, ey. So, mittig. Mittig? Wieder nicht mittig. Ja, was habe ich denn für Knick in der Optik? So. Geht doch. Meine Güte. Oh, schwere Geburt. So. Und jetzt können wir das aber tatsächlich so machen. Jetzt muss ich hier so einen vorsetzen. Und so einen drüber. Das geht da. Und das. Was war das? Wow, wo kommst du denn her, Alter? Was ist mit dir nicht richtig? Oh, die sind. Oh, der ist buggy vor allem. Schwebt, kleiner Wichser. Komm her hier. Das war's mit dir. Arschgeige, ey. Meint mich auf Puffer gehen zu müssen. Puh. So, wie dem auch sei. Was ist denn jetzt mit dir nicht richtig? Ach, komm schon. Dann kommt das da nicht mal in der Mitte raus. Das sehe ich ja jetzt erst. Sauberen Knicken. Warum kommt hier kein Knick? Oh, Nerv, ey. Knirps. Das ist doch scheiße. Da rede ich scheiße. Das nervt mich ja richtig. Das ist ja unglaublich. Zumal ich hier höher will. Das geht natürlich nicht. Was ist bis hier? Sag mal, warum macht er mir hier nicht so einen schönen Knick wie da?
nur so gehen. Ach, jetzt geht's auf einmal. Ach, das ist wegen der Höhe. Ich muss einen höher. Ja, ich müsste bis da, damit es passt. Hm. Das ist ja... In jeder erdenklichen Situation ist das Kacke. So ist cool. Na, ja, mehr oder minder. Also muss andersrum. Schon so, oder... So, aber da ist ja die Höhe hier richtig abfuck. Oder? Ja. Das ist genau ein halbes Fundament. Wie jetzt ist das denn? Wie ätzend ist das denn? Wie ich es drehe, wie ich es wende, es bleibt Kacke. Ah, lecker. Aber zumindest das wäre okay. Halbwegs. Nicht schön, aber okay. Ich drehe und wende, es bleibt scheiße. So, okay. Ich schaue jetzt mal weiter. Ich guck mal, wie ich hier, ob ich nicht hier den Konstruktor dann quer dazu setze. Auf so ein halbes Fundament wieder zugeschnitten. Das kann ja von der Sache her weg. So und so. So, dann stellst du her leere Kanister. Und zwar 40. Oh, da war es wieder. Das gute alte Numpad. So. Und dann ist das hier immer noch irgendwie Kacke. Das gefällt mir nicht. Das gefällt mir überhaupt nicht. Ich könnte mit dem wieder rübergehen und die dann so hier nebeneinander hinstellen. Ich glaube, das ist die bessere Idee. Den ganzen Schnulli hier nochmal weg. Habt ihr das auch, dass öfter mal das, was gelöscht werden soll, nicht so richtig markiert wird? So, du gehst ein Stückchen weiter nach vorne. Ah, Platz. Wir haben ja Platz, so ist er nicht, ne? So, wieder kann ich die Maße so scheiße abschätzen. So stand er vorher. So. Ein hier rüber. Und so. Kannst du weg. Und du gehst da. So. Dann können wir jetzt hier... So. Und stellen hier erst den Konstruktor hin. Nur nicht so. Sondern... Nicht genügend Freiraum. Ja, 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 ja. Quatsch mal. Ne? Keine Kassette an die Backe quatschen hier. So, dass er mittig ist. So. Dann klatschen wir hier hinter die Umfüllanlage. Und zwar, dass er bündig mit dem abschließt. Jetzt kannst du hier sauber rangehen. Du erstmal bis hier. Hier, hier. Hier. Bin ich verrutscht? Ja, ich bin verrutscht. Dann machen wir es hier. So. Bäh. Ne, einmal davor. Ist manchmal ein bisschen gefrickelt, aber meine Güte. Das ist... Nee. Ich glaube,
Wir können noch einen vor. Let's have a look. Ne, jetzt ist er. Fließt er da. Irgendwo haben wir einen Winkel drin. Naja, shit egal. So, so. Ja, ja, ja. Geh mir nicht auf die Ketten. Zack. So, was wir hätten machen können, ist, wir hätten gleich noch eine Dings erschließen können. Gleich noch eine Ölquelle, aber ich halte mir lieber noch ein bisschen Treibstoff zurück. Ich werde irgendwann noch Strom brauchen, bin mir ganz sicher. So. Jetzt können wir hier erstmal alles zusammensammeln. Ich glaube, das schicken wir hier oben rüber. Das heißt, wir klatschen hier Fusionatoren hin. Und abgeführt wird nach hier abgeführt. Die richtige Ecke treffen. Zack, das mit der neuen Snap-Funktion hier und STRG ist total geil. Total geil, wenn man die Fusionatoren richtig baut. Ätzend. Ja, ist natürlich auch falsch. Super. Super, Markus. Super. Zack. Sie sind intelligenter, wäre geil gewesen. Aber gut. Das ist es auch. Und. Das auch. Und. Jetzt hänge ich irgendwo fest, natürlich. Und. Da ist es auch. Mit denen kann ich jetzt wahrscheinlich nicht arbeiten, ne? Oder passt das da? Nein, passt leider nicht. Schade, schade, schade. Aber ich kann das darüber führen. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Und dann haben wir hier drei so lustigen Striche und ein höher. So. Ja, mal gucken, ob wir da sauber durchkommen. Ja, wir klären einfach da hinten. Ich hätte auch einfach auf dem Ende hier anfangen können. Wäre wahrscheinlich schlauer gewesen, aber okay. Kommen wir hier sauber durch? Ja, super. Finde ich okay. Kann auch mit arbeiten. Zack. Ja. Finde ich völlig okay. So. So. Und das gleiche machen wir hier drüben. Blödsinn. Absoluter Blödsinn. Aber okay. So ist der Müller nicht immer ganz treffsicher. Da muss da was in die Haare gehen. So, jetzt habe ich hier eins hochgebaut. Meine Güte. Ich habe das Gefühl, ich werde unkonzentriert. So, ein Strich, zwei Striche, drei Striche und ein drüber. Eins, zwei, drei und ein drüber. 1, 2, 3 und ein drüber. Geht doch. Meine Fresse. Manchmal steht mir echt ein Blatt an, ne? So, das läuft alles. Hab ich dich echt vergessen? Ups! Ah! Mann, ey! So, jetzt aber. Wie denn dich? Sag mal. Oder so. 1, 2, 3 und ein rüber. Der ist falsch. Oh, Müller. Oder? Bin ich jetzt doof? So. 1, 2, 3 und ein rüber. Na geht. Okay. So, und auf das Plastik hier überall fein säuber ich zusammen. Zack. 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 Hier.
hier muss einmal ein Splitter hin. Kriegen wir hier einen Splitter hin? Bestimmt, oder? Fördert man Splitter? Ja, ob der am Ende Hälfte der Hälfte teilt, ist eigentlich Lachs. Weil da geht nur das weg, was gebraucht wird. So, zack. Zack. Gerade rüber. Eine Linie, sehr schön. Ist das echt eine Linie? Ja, manchmal ist zumindest der Zufall mit mir. Herrlich. So, das heißt, der bekommt dann hier alles für leere Kanister. 30 Kunststoff, die müssten da auch schon zusammengekommen sein. Ja, locker. Und schickt das denn in den hier und der macht verpackten Treibstoff. 40 pro Minute, 40 pro Minute. Hier habe ich nicht auf 40 gestellt, warum auch immer. So, dann kann der Scheiß eigentlich auch gleich anlaufen und wir haben die Stunde voll. Wup, wup. Habe ich jetzt echt... Ne, oben ist Öl, oder? Ne, Schwerölrückstand. Ich habe natürlich falsch angeschlossen. Der Böller war wieder... Hab wieder ganz vorne mitgespielt. Das ist jetzt einfach so. Zack. Wie gesagt, ich brauche den scheiß Schwerölrückstand, der da ist. Aktuelle Rohrnetze verschiedener Flüssigkeiten. Ach, jetzt sind hier natürlich. Oh, nee, ne? Kunststoff. Kunststoff, Kunststoff, Kunststoff. Ist hier aber überall. Okay. 0 von 13. Dann müsstest du doch aber... Ich muss echt alles noch mehr neu verzwirbeln. Ich kotze. Ich kotze. Echt jetzt? Da ist jetzt... Ne, lass mal anders. Das ist mir zu blöd. Nee, 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 nee. Da machen wir einfach ganz stumpf hier hinten einmal einen Container ran. So. Organisation. Einmal hier so einen fetten Flüssigkeitsspeicher. Ach komm schon. Das reicht doch ein kleiner. So, hier, fertig. Dann kann das alles fleißig nach da abfließen. Hier vorne klatschen wir nochmal eine Pumpe ran. Was für ein Scheiß. Alter. Ist das assi gerade? Logistik. Oh, ein Schmack ist hier. Strom, da haben wir Strom. Ah! So. So, pump das mal bitte durch da. Er nimmt hier halt immer noch. Wenn ich das alles einmal durchblase. Gesamtes Rohrnetz bleibt bei Schwerölrückstand. Ach komm schon, ey. Das ist doch scheiße. Nichts. 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 Sehr schön. Geht doch. Gut. Dann sollte das jetzt ja gehen. So. Na, geht doch.
So, dann kriegt ihr auch alle schön Rohöl. Herrlich. Stromkabel ist auch weg. Ich kann die komplett abreißen. Die tragen ja eigentlich nichts zur Optik bei. So, das wird eh alles sauber aufgebraucht. Total wurscht, dass es hier weitergeht. So, jetzt brauchen wir einmal Strömung, sobald das voll gelaufen ist. Läufst du schon voll? Natürlich nicht. Aber die Rohre müssten voll sein. Voll, 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 voll. Sehr schön. So, wo habt ihr eure Stromanschlüsse? Da. Da oben. Okay. Das ist okay. Bin gefangen. Das heißt, wir sitzen die hier mittig vor einfach. Da durch, scheiße. Das ist nach vorne müssen wir. So, ja. Dann müsste es gehen. Sonst läuft das hier so eklig durch die Rohre durch. Das sieht auch scheiße aus. Durch die. Na, wie heißen sie? Lifte. So heißen die Teile. Durch die Rohre kann ich wahrscheinlich nichts machen. Doch, Moment, machen wir gleich. Machen wir gleich. Denn eigentlich. Strom aus Mark 2 müssten die hier ein bisschen höher sein. Ja, sauber. Und dann kommen wir sauber über die Rohre. Sehr schön. Sehr schön, sehr schön, sehr schön. So. Stehst du hier sinnlos rum? Du versorgst den Schredder. Okay. Oh, du stehst noch falsch. Daran und daran. So, dann können wir das Ganze rausführen. Der andere? Hier war doch gerade noch ein Mast. Da steht der andere. Er ist natürlich schade. Ach, das geht. Wow. Das ist ja herrlich. Dass wir gerade bleiben. Schlock. So. Dann dich einmal weg. Zack, du gehst nach hier. Du stehst mit dich, okay. Zack, zack. Und dann kannst du auch wieder laufen. So, damit starten dann auch unsere kleinen Raffinerien und fangen an, Kunststoff rauszupumpen. 20 pro Minute. Das, was ich hier abführe, reicht auch gerade so, ey. 20, 60 haben wir zusammen. Ja, der halbiert das und dann geht das. Sehr schön. So, löppt, löppt, löppt. Wir könnten hier nochmal eine Gangway dann rüberziehen. Ne, erstmal rasieren wir hier den Scheiß weg. Verpiss dich. Kack Natur. Und der muss dann nachher auch noch einen rüber, glaube ich. Kriegen wir. Ne, hier kriegen wir keinen so einen Teil irgendwie hin. Wie mock wie dies, wie mock wie dies, wie mock wie dies. Boah, wie kommen dann die? Das ist ja gut. Das ist ja richtig gut. Moment. Das machen. Und das machen. Dann sitzen wir hier genau auf. Das ist ja unglaublich präzise. Mann, Müller! Hast du ja wieder was ausgedacht hier.
So, darauf, darauf. Die beiden weg. Da den hin. Und dann können wir hier komplett eine Gangway rumziehen. Sehr schön. Das läuft hier wieder. Das ist zwar ein bisschen zu kubisch, quadratisch für meinen Geschmack, aber nein. Man kann ja nicht alles haben. Organisation. So. Ja, natürlich. Geh mir noch auf den Sack hier. Ruhe. Auch das wird jetzt eh schon gut. Man könnte sogar überlegen, irgendwie eine Gangway rüber zu bauen, oder? Ja, das machen wir auch. Das machen wir sogar. Ja, ein Spieler. Einen dahinter, bitte. So. Und dann machen wir einfach hier so ein Stück dran. Ich hoffe, das passt. Bitte lass das passen. So. Und nach unten. Sauber. Wie gut ist das denn? Wie gut ist das denn? Geiler Shit. So. Kürfchen ran. Ach komm schon. Was soll denn der Scheiß, ey? So. Und hier. Wieso sind wir denn hier nicht mehr? Passe ich da drauf? Wie kommt das denn? Können wir denn hier auf der Hälfte sein? Nee, sind wir auch nicht. Sind wir auch nicht. Na okay. Okay, okay. Geht auch so. Beziehungsweise meine Zeit geht jetzt mehr her, also machen wir es schon wieder. Oh, wie es manchmal nervt. Komm schon, ey. Meine Güte. Ich glaube, ich brauche hier eine Treppe. Na, na, na. Komm. So ist gut. So. Ich will zumindest den Strom machen. So, da sind wir wieder auf der Hälfte. So. Und so. Sehr schön. Sitzt. Dann muss der Spaß hier noch anlaufen. Du hast schon sehr schön im Morgen von irgendwoher Strom. Passt das hier irgendwo sauber durch? Der Gangway halt scheiße, ne? Das halt richtig gut. Ne, müssen wir außen rumziehen. Hilft nichts. Machen wir hier rüber. Gehen wir bis hier. Obwohl, ne. Gehen wir bis hier. Müsste auch gerade sein. Sehr schön. Bis hier kriegst du Strom und du kriegst auch Strom und du kriegst erstmal provisorisch noch so. Das muss eigentlich schnell weggekrisselt werden hier, ne? Das darf hier gar nicht lange rumstehen, weil sonst die Produktion nämlich gleich wieder steht. Aber fürs Ende der Folge sei da erstmal drauf verzichtet. So, hast du schon angefangen hier? Wenn nein, warum nicht? Doch, du fängst an. Sehr schön. Du kannst aber erstmal. Nö, kein Überschuss. Mach ganz in Ruhe. Du hast noch keinen Treibstoff? Wieso hast du noch keinen Treibstoff? Weil da nichts kommt. Warum kommt da nichts? Ah! Ja, das ist schlecht. Resttreibstoff. Gönn dir hart. Strom brauchst du noch. Okay. Wird zu haben. So.
Schon steht hier alles. Dim, dim. Er kann natürlich nicht abgeführt werden. Noch nicht. Aber das kommt dann auch. Stehst erstmal. Ja, du kannst eigentlich auch erstmal volllaufen. Du wirst ja relativ schnell voll befeuert. Jo. Haben wir alles sauber. Wieso bist du untätig? Na egal. So. Gewinnen wir noch einmal fix ein bisschen Distanz. Gucken uns das Ganze an. Das mache ich offline fertig. Zeige ich euch beim nächsten Mal. Hier führt kein richtiger Weg hoch. Sehe ich das richtig? Das ist bescheuert. Außer der jetzt hier. So, da haben wir das Ganze. Nehmen wir mal einen Knüppel raus. Ne, Kaffee. Den haben wir uns verdient. Sowohl hier als auch da. Das ist doch ganz klasse geworden. Ne? Ich habe länger gebraucht am Ende denn doch, als ich dachte. Aber meine Güte, das ist einfach einmal so. Der Aufbau gefällt mir eigentlich ganz gut. Und ja, freue mich, dass ihr zugeguckt habt. Ich wünsche euch noch eine wunderschöne Woche. Bedanke mich fürs Zugucken. Wenn es gefallen hat, Abo, Like, ihr kennt die ganze Geschichte. Und ja, ansonsten sehen wir uns beim nächsten Mal. Euer Ragnar Bertholzer.